Hallo, ich begrüße dich ganz herzlich zu diesem Video. Schön, dass du wieder mit dabei bist. In diesem Moment jetzt geht es mir gut. Ich atme hier diese tiefe Luft. Ich atme tief diese Luft ein hier im Park und es ist wunderschön. Die Sonne geht auf, der blaue Himmel ist da. Es ist wunderschön. Es ist zwar etwas kühl, ja, es ist kühl zum Sitzen auch hier auf der Bank, aber es ist wunderschön. Also in diesem Moment jetzt, dieser Moment ist gut oder sagen wir so neutral. Und der nächste Moment, wenn ich das Wort ausspreche, ist ja schon der nächste Moment wieder da. Das Leben setzt sich aus Momenten zusammen. Der Alltag, dein Tag setzt sich aus ständigen neuen Momenten zusammen. Und sich da mal bewusst zu sein, dass ich in diesem Moment vielleicht auch Liebe bekommen kann oder Liebe spüre. Denn um mich herum kann ich es so werten oder auch so. Ich kann sagen, ach, ist alles schlecht und alles mies und wie soll es bloß weitergehen, wie soll es bloß werden? Aber wenn ich den Moment jetzt als solches mal festhalte und sage, jetzt im Moment geht es mir doch gut. Also es hat nichts mit gut und schlecht zu tun jetzt in dem Sinne. Also einfach mal neutral sein. Der Moment ist neutral. Denn das Leben ist Liebe. Mehr oder weniger als Liebe entstanden. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Aber ich kann einfach in die Liebe eintauchen. Das kann ich jeden Moment. Dazu habe ich jeden Moment die Chance. Noch ist das Grün da. Der Herbst kommt schneller als gedacht dann, aber alles hat seine Schönheiten. Alles ist Liebe, alles hat seine Schönheiten. Betrachte es mit den Augen der Liebe. Betrachte es einfach mit den Augen der Liebe. Was würde die Liebe dazu sagen? Und das ist kein Blabla und nur positives Gerede. Es hilft dir einfach. Es hilft dir und du kommst zur Ruhe und bekommst wieder Atem und kannst wieder nachdenken auch oder deine Gefühle klären. Deine Werte, was deine Werte klären, deine Werte, was dir wichtig ist. Denn richtig tief atmen können wir doch nur in Ruhe und Entspanntheit. Richtig tief atmen. Wenn ich angekrampft bin, unter Stress stehe, kann ich nicht in Ruhe atmen. Und der Stress entsteht auch oft aus Angst. Und das Gegenteil von Angst ist Liebe. Und in der Liebe ist Sicherheit, Geborgenheit und Ruhe. Angst bedeutet Ohnmacht, also ohne Macht zu sein. Doch du selber hast in dir viel mehr Stärke und Kraft, als du denkst. Glaube an dich. Glaube an dich selber, an deine eigene Kraft. Und wie gesagt, dein Herz schlägt für dich und gibt dir Kraft. Immer wieder, bum bum, bum bum, bum bum, bum bum. Es schlägt für dich, es gibt dir Kraft und es will, dass du lebst und dass du Freude hast im Leben. Dass es dir gut geht, will dein Herz und das ist auch Liebe. Und Liebe ist das Gegenteil von Angst. Also versuche immer, in die Ruhe zu kommen, in die Liebe, denn Liebe bedeutet Ruhe, Geborgenheit und Sicherheit und Wärme. Und die kannst du dir auch selber geben, indem du dir selber Trost zusprichst. Immer wieder. So wie dein Herz immer wieder regelmäßig für dich schlägt. Was wir
lernen können, ist auf jeden Fall die Gefühle zulassen, sich selber auch mal in Ruhe hinzusetzen und seinen Gefühlen freien Lauf lassen. Aus vielen Erzählungen weiß ich, dass damals im Krieg zum Beispiel die Männer, die Kriegsheimkehrer, so stark traumatisiert waren und sie haben sich aber so vergraben und darüber geschwiegen oder meist darüber geschwiegen, über das, was sie erlebt haben. Sie konnten es gar nicht verarbeiten. Was wir daraus lernen können, ist auf jeden Fall nie wieder Krieg. Hat fast jeder von den Kriegsheimkehrern oder Betroffenen gesagt. Was wir aber auch daraus lernen können, ist auf jeden Fall Gefühle zulassen. Und wenn du ganz in dir ruhst und deine Gefühle auch zulässt und wenn du Wut hast und wenn du weinen musst, wenn du das zulässt, findest du Halt in dir, ganz in dir drin, dein Herz schlägt für dich, du hast dadurch in dir drin jemanden, du hast im Prinzip jemanden in dir drin, der für dich lebt, der will, dass du lebst und dass es dir gut geht. Dein Herz will Freude. Und dein Herz will kein Leid und keine Ohnmacht und keine Angst. Dein Herz will Freude und will Liebe und gibt dir auch Liebe, indem es täglich für dich immer wieder schlägt, ganz oft für dich schlägt. Lass also die Gefühle zu. Das ist das, was wir daraus auch lernen können, wenn wir in einer Ohnmacht sind, also ohne Macht sind, und das ist Angst. Angst bedeutet immer Überlebensangst, nicht gut genug zu sein, nichts wert zu sein zum Leben, nichts wert zu sein für das Leben. Und Angst bedeutet Einengung und Erstarren. Und daraus muss man herauskommen und wie gesagt in sich selber den Halt finden. Und oft findet man in der Natur die nötige Erdung, die nötige Ruhe. Hast du schon mal einen Baum angefasst? Hast du das schon mal gemacht? Das ist so schön. Die Rinde ist jetzt gut, es ist trocken, es hat nicht geregnet jetzt, ne? Aber die Rinde, das fühlt sich so schön an. Das ist kein esoterischer Quatsch oder spiritueller Quatsch oder wie manche das sagen. Es ist einfach Natur. Wir sind ja auch Natur. Wir Menschen sind auch Natur und das ist so schön, ne? Guck mal, wie schön der Baum ist, ne? Siehst du ihn jetzt richtig? Guck mal, wie schön der Baum ist. So groß und so stark und er widersteht den Stürmen oder meistens zumindest. Also er sieht ja ziemlich gesund aus, ne? Dieser Baum. Wie vielen Stürmen und Unwettern hat er schon widerstanden. Ne? Und das gibt irgendwie auch Kraft. Ne? Also das gibt auch irgendwo Kraft. Ne? Du kannst dich auf ihn verlassen. Ne? Und das ist das Gute an der Natur. Du kannst dich auf ihn verlassen. Denn oft haben wir doch Enttäuschungen bei Menschen erlebt oder sind getäuscht, ja, also enttäuscht bedeutet ja dann schon wieder, dass die Täuschung vorbei ist, das End, ne? Enttäuscht, nicht das End, sondern das Enttäuscht, ne? Aber das bedeutet ja im Prinzip, die Täuschung ist vorbei. Aber man ist in diesem Moment natürlich gekränkt und verletzt, ne? Aber der Baum, das ist, der Baum, der ist stabil, der, das ist einfach toll für uns, das zu sehen und das zu erleben. Deswegen fasse ruhig mal einen Baum an, berühre mal einen Baum. Deswegen mach das einfach mal. Es tut wirklich gut. Es tut gut und es erdet uns auch. Den Boden unter den Füßen wieder zu spüren, so richtig zu spüren. Die Wiese ist noch richtig schön nass, richtig schön feucht. Die Wiese. Und eine Ruhe im Park, wieder ist das schön. Man hört noch das Straßenrauschen, also den Straßenlärm etwas. Aber es ist so schön. Und wenn die Sonne dann aufgeht und blauer Himmel zu sehen ist,
Es ist wunderschön. Und diese Düfte und das alles, das ist so schön. Das ist so schön. Genieße das. Genieße das. Versuche das auch zu genießen. Betrachte es mit den Augen der Liebe. Betrachte es einfach mit den Augen der Liebe. Was würde die Liebe dazu sagen? Und das ist kein Blabla und nur positives Gerede. Es hilft dir einfach. Es hilft dir. Und du kommst zur Ruhe und bekommst wieder Atem. Und kannst wieder nachdenken auch. Oder deine Gefühle klären. Deine Werte. Deine Werte, was dir wichtig ist. Ich danke dir fürs Zusehen, fürs Zuhören. Alles Liebe für dich und alles Gute für dich. Und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn du wieder mit dabei bist. Wie immer der Hinweis, ich bin kein Arzt oder Therapeut. Ich gebe hier nur meine Erfahrungen wieder und ich kann dir nicht garantieren, dass sie dir helfen, gesünder zu werden oder gesund zu bleiben und auch nichts versprechen. Weitere Informationen über mich kannst du gern auf meiner Website www.pausenwege.de bekommen. Du kannst auch gern meine Bücher dazu lesen. Alles Liebe für dich, alles Gute für dich und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf dich.